Letztens habe ich diesen Kommentar unter einem Video von mir gefunden. Die Frauen wollten Schwanz in euren Mund, damit ihr nicht mehr so viel redet. Und dabei dachte ich mir, oh, woher weißt du das? Also Ladies, hier ein paar wertvolle Tipps, wie ihr die Männer dazu kriegt, euch zu mögen und euch ihren Mund zu stecken. Erzähl beim ersten Treffen alles über dich. Ich habe total Schiss, dass ich alleine sterbe und deswegen möchte ich natürlich relativ schnell heiraten und ich möchte 2 Kinder. Nein, Spaß! Ich möchte 4. Erzähl ihnen, was dich am meisten interessiert. Boah, Schminke, ey, wie geil ich shoppen gehen. Lesen? Nein. Erzähl ihnen außerdem von deiner Periode. Männer lieben es. Die Neugier darüber macht sie wahnsinnig. Klau ihnen ihre Sachen. Denn sie lieben es, wenn du sie hast. Sag ihnen immer die Wahrheit. Ich habe voll Bauchschmerzen. Ich muss mal übelst krass kacken. Das? Ach, das ist nur ein Push-Up. Wimpern sind nicht meine. Ich ungeschminkt? Gott, du bist ein Scheißdreck dagegen. Und wenn sie nicht da sind, lieben Männer es zu hören, wie sehr du sie vermisst. Schreib ihnen eine WhatsApp-Nachricht, dann eine Voice. Ey, ich habe da gerade unseren Song im Radio gehört. SSS. Titties. Kommentier sein neuestes Bild auf Facebook und alle anderen. Smiley. Poste ihm etwas auf die Pinnwand. Herzchen. Ruf ihn an. Hi. Und wenn er nicht antwortet, heißt es einfach, dass er noch mehr Nachrichten von dir haben möchte. Und wenn er dann immer noch nicht schreibt, fahr zu ihm nach Hause. Ich weiß, mir gefallen deine neuen Vorhänge. Außerdem lieben Männer Temperament, also mach gefälligst aus allem eine Szene. Ach, meine Klamotten sind schön. Ja? Ja, toll. Ich sehe gar nicht gut aus. Nein. Das Essen schmeckt dem Herrn. Toll. Und wenn du all das beachtest, hast du schneller, als du gucken kannst, einen richtig dicken im Mund. Ah, das ist alles, was wir wollen, ihr Vollpfosten. Herr, lass Gehirn regnen. Lasst doch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Like meine Seite für mehr Videos und folgt mir auf allen anderen Social Media Kanälen. Und wir alle anderen Spackos. Ciao.